Also sorry Leute, aber wer sich jetzt mit dieser Corona-Kacke noch nicht verarscht vorkommt, dem kann man echt nicht mehr helfen. Und wer jetzt noch geht und sich den Pfotenschuss abholt, der hat einen Schuss. Der braucht sich gar keinen mehr holen, weil der hat selber einen. Ich bin Freitag positiv getestet worden. War ein bisschen schlapp, bisschen Schnupfen und einen trockenen Hals. Nichts der Rede wert. Ich wäre weiter arbeiten gegangen, also wegen sowas bleibt man nicht zu Hause. Musste natürlich in Quarantäne. Gestern kriege ich einen Anruf vom Landratsamt, wie es mir denn ginge. Ja gut, sitz hier zu Hause und dreh Däumchen. Ah ja, ja, die Dame war sehr nett. Dann sage ich zu ihr, na, wie läuft es denn jetzt ab? Also wenn ich jetzt nach 5 Tagen negativ bin, dann darf ich wieder raus. Nein, nein. Ich muss 48 Stunden symptomfrei sein. Ja, sag ich, die bin ich ja schon längst. Ja, dann dürfen sie raus. Scheißegal, ob der Test positiv, negativ oder sonst was ist. Für was habe ich mich denn überhaupt in Quarantäne begeben, wenn ich jetzt mal fragen darf? Weil es ging mir nie wirklich schlecht. Also sorry, aber und jetzt hört man von den Österreichern, Quarantäne wird komplett aufgehoben, kann jeder wieder frei rumlaufen. Sorry, also wer sich den Dreck noch gibt und da im Herbst wieder mitmacht, mit wir tragen Kaffeefilter in der Fresse und rennen nochmal zum Impfen, der soll sich echt die Kugel geben. Sorry, wenn ich das so hart ausdrücke, aber wer sich jetzt noch nicht verarscht vorkommt, also da weiß ich's auch nicht, was man da noch machen muss.